Guten Tag, Focus 5 Live, hier bei Deaf Olympics. Wir sind am fünften Tag angelangt. Das Team fuhr jetzt von Salt Lake City aus hinauf in die Berge, ungefähr eine Stunde, und sind hier nun an einem neuen Ort, dort wo die Langlaufrennen stattfinden. Der Ort nennt sich Soldier Hollow, das ist der Name hier, wo die Langlaufrennen stattfinden werden. Wir sind durch gebirgiges Land gefahren, wir haben verschiedene Häuser auch gesehen und jetzt gerade im Hintergrund sehen wir das Old Swiss House, das haben wir jetzt auf dem Weg so entdeckt, da fahren wir dann entlang weiter zu den Skigebieten. Hier sind wir in Soldier Hollow. Es werden jetzt dann gleich die Langlaufrennen stattfinden hier. Den 15 Kilometer Lauf der Männer werden wir sehen. We'll be right back.
Hier haben wir also einen Sportler von Litauen. Wie ist es dir ergangen auf diesem Rundkurs? Ja, in Litauen ist es ganz anders als hier. Wir haben keine so Berge oder so Hügel. Bei uns ist es eher flach. Hier ist es wirklich ganz, ganz anders. Es ist sehr, sehr auch anstrengend. Ich habe es aber durchgehalten bis zum Ziel und ich habe es geschafft, jetzt auch hierher zu kommen. Und ich bin auch über das glücklich, dass ich das geschafft habe. Herzliche Gratulation für diese Leistung. Du bist Zhang Yi. Eine Frage. Bist du mit diesem Sport aufgewachsen? Nein. Nein, gar nicht. Nichts. Ja, es ist das erste Mal, dass ich jetzt hier bin. Okay, du lernst es hier jetzt also. Es ist das erste Mal für dich, dass du dabei bist. Du wirst also immer besser und bist dich noch am Steigen. Du bist also noch nicht am Ziel deiner Leistung angelangt. Hier haben wir den Sportverantwortlichen von Japan. Wie gebärdet sich das? Japan, so, okay, vielen Dank. Darf ich dich fragen, wie hat sich der Sport in Japan entwickelt, zum Beispiel das Langlaufen, Snowboarden und so weiter? Hallo, mein Name ist Shoi Yaman. Ich komme aus Japan mit dem Team mit Snowboard, Halfpipe Snowboard und Langlauf. Wir haben 17 Sportler hier. Ja, insgesamt sind wir 34 Leute. Ich bin tatsächlich für den ganzen Sport verantwortlich. Die Begegnungen hier in Amerika waren sehr erfreulich. Vielen Dank. Gestern beim Snowboard hat Haraka gewonnen. Das war eine super Leistung. Natürlich sind wir stolz auf ihn. In Schweden damals hat er auch gewonnen und jetzt nochmals. Das war wirklich eine super Leistung. Okay, hier haben wir den ersten Platz von Russland neben mir im Langlauf, 15 Kilometer. Wie hast du dich jetzt gestern und heute gefühlt? Gestern war das ganz, ganz, ganz knapp. Ich musste wirklich, ja, ich habe es nicht ganz geschafft und habe dann jetzt trainiert. Und jetzt habe ich den ersten Platz erreicht. Herzliche Gratulation, super.
Hier waren wir also auf dem Langlaufareal hier. Die Russen waren sehr, sehr stark. Sie haben bis auf eine Medaille alle geholt. Ukraine konnte doch noch eine streitig machen. Die Russen sind also sehr, sehr stark. Das war's nun also vom Langlauf. Wir kommen jetzt zu einer neuen Sportart. Das wird Curling sein. Eine weitere interessante Sportart. Das ist jedoch nicht eine echte, sondern eine Demonstration heute Abend. Wir waren heute den ganzen Tag bei den Langläufern. Es war ziemlich warm dort, die Sonne hat geschienen. Jetzt sind wir in der Eishalle auf der Seite des Curlings. Curling ist die neue Demonstrationssportart bei Deaflympics. Auch die Schweiz stellt hier ein Männerteam neben Kanada, USA, Schweiz, Finnland und China. Auch bei den Frauen gibt es ein Team. Die Regeln sehen wie folgt aus. Ein Feld ist 44,5 Meter lang und 4,75 Meter breit. Vorne und hinten hat es jeweils zwei Kreise, die nennt man Häuser. Ein Team besteht aus vier Spielern. Der erste ist der Skip, der führt an und die anderen helfen aus mit Wischen. Man spielt mit acht Steinen gegeneinander. Abwechslungsweise. Und jetzt mal gespannt, was das Schweizer Team macht. Ja, Curling, das sieht ja ganz spannend aus. Aber jetzt kommen wir zum Thema Ski. Heute fand Slalom plus Kombination statt. Die Schweizer haben wieder eine Medaille geholt durch Roland Schneider. Er hat gestern schon Gold gemacht, heute Silber geholt. Insgesamt haben nur die Schweizer fünf Medaillen. Wir werden jetzt gleich die Medaillenübergabe sehen. Plus noch ein Interview mit dem Chef des Skiteams der Schweiz. Und wir sehen uns morgen wieder. Ich stehe hier neben Toni Koller. Toni, du gebärdest dich so. Du bist verantwortlich für das Schweizer Skiteam. Und jetzt innerhalb dieser zwei Tage hat dein Team bereits drei Medaillen geholt. Das ist ein großer Verdienst. Herzliche Gratulation. Wie fühlst du dich? Ja, ich habe gewusst, dass unser Team ziemlich stark ist, dass die Abfahrt unsere Königsdisziplin ist. Ich bin allerdings über die dritte Medaille von Philipp sehr überrascht.
Während des Rennens hatte ich so ein bisschen ein komisches Gefühl. Ich habe gedacht, ja, vielleicht ist ein Philipp doch besser als der Roland. Aber im zweiten Lauf hat es dann geändert und es war dann klar. Und ich war wirklich sehr happy. Wie hast du das Gefühl, wie sehen die nächsten Tage aus? Ja, das kommt jetzt eher schwieriger. Ich denke, Super-G ist sicher auch noch was möglich. Riesensalon weiß ich nicht. Da müssen wir erst noch schauen, aber es wird sicher eine Überraschung geben, aber ich bin nicht ganz sicher. Ja, schauen wir positiv in die Zukunft. Natürlich, das denke ich immer positiv. Vielen Dank.